Herr Professor lassen bitten. Sie entschuldigen, ich formuliere nur noch einen Vers zu Ende. Den werd ich nie mit meinen Zeilen kränzen, dem eitle Spielerei mein Wesen dünket und Eigensinn die künstlichen Gesetze. Doch wenn in mir geheimer Zauber winket, dem leih ich Hochheit, Füll in engen Grenzen und reines Ebenmaß der Gegensätze. Wie finden Sie das, Herr? Harry Heine. Harry? Mein Vater hat in England einen Geschäftsfreund gleichen Namens. Ah ja, ich verstehe. Ja, ich habe nichts gegen England. Schließlich haben Sie Shakespeare hervorgebracht. Heute allerdings sind Sie sehr prosaisch. Aber welches Volk ist das nicht geworden? Vorab die Franzosen. Hier bei uns in Deutschland gibt es durchaus noch Reste jener Poesie, die im Mittelalter so leuchtend blühte. Aber auch bei uns ist vieles platt und geistlos und vernünftig geworden. Man muss schon den Ganges durchqueren, den Euphrat hinauffahren, um jene Blume zu finden, deren Duft in uns die Gefühle hervorruft, die... Aber was doziere ich vor Ihnen, mein lieber Heine? Das Wissen, nein, das fühlen Sie ja alles selbst. Wie sonst könnten Sie solche wundervollen Gedichte schreiben, die zwar in der Form noch nicht die notwendige Vollkommenheit besitzen, um den jugendlich wilden Überschwang des Inhalts zu bändigen. Aber Sie haben Poesie. Herr Professor, darf ich aus Ihren Worten den Schluss ziehen, dass Sie mir... Den Schluss ziehen. Was für eine Formulierung für einen Dichter. Sie glauben wirklich, dass ich ein Dichter bin? Sie können einer werden, wenn Sie an sich arbeiten. Sie wissen nicht, was das für mich bedeutet. Ach, lassen Sie das. Sehen Sie, diese Wildheit ist es auch, was mich bei aller Anerkennung Ihrer Fähigkeit an Ihren Sonetten so stört. Es gibt da einen Missklang, verstehen Sie, zwischen der Reinheit der Form und der Rohheit des Inhalts. Hier. Wild schrie ich auf vor namenlosem Jammer. Blutströme mir aus Mund und Augen sprangen. Da gab ein Mägdelein, das vorbeigegangen, mir schnell den Gnadenstoß mit goldenem Hammer. Ist das nicht gut? Naja, vielleicht, aber es ist nicht vollkommen. Es fehlt das Edle. Die Grazie, eben das Romantische. Gleichwohl ist es im Großen und Ganzen vorhanden. Verstehen Sie mich? Nein. Der Ton. Ich meine, die Melodie ist durchaus schön zu nennen. Aber es gibt da Töne, die einfach nicht passen. Die sind prosaisch. Ich habe alles so empfunden, wie ich es aufgeschrieben habe. Aber das ist doch kein Argument, mein Guter. Sie sehen, Sie bringen mich auch noch dazu, unbeherrscht und roh zu werden. Herr Professor, Sie selbst haben einmal gesagt, die Wahrheit... Dann haben Sie mich missverstanden. Wenn Sie das wollen, dann schreiben Sie in Journalen. Die Zeit der wirklichen Poesie ist sowieso vorbei. Es gibt keine Dichter mehr. Es wird sie nie wieder geben.
Ich bin der Letzte.